Moin zusammen. Ein Jahr hält uns nun schon Corona in Atem, hält unser Leben mehr oder weniger fest im Griff. Und es war genau vor einem Jahr, als auch das Sommersemester 2020 hier in Wilhelmshaven losging. Damals waren die Fallzahlen noch sehr, sehr niedrig in Deutschland und wir konnten noch die ersten 2, 3 Wochen im Hörsaal verbringen. Aber es hat sich schon angedeutet, was dort am Horizont auf uns zukam. Damals bin ich hergegangen in der Vorlesung und habe diese klassischen Beispiele von der Seerose oder von den Reiskörnern, die sich auf dem jedem Feld auf dem Schachbrett immer wieder verdoppelt, mit in die Vorlesung in Makroökonomie genommen, denn das ist natürlich ein klassischer Wachstumsprozess und in der Wirtschaftswissenschaft setzen wir uns und natürlich an vielen Stellen auch mit Wachstumsprozessen auseinander. Um Ostern herum habe ich dann meine ersten Prognosen gewagt und die eine war wohl dann tatsächlich ein Treffer, nämlich dass wir kein Oktoberfest sehen würden und auch bei der Champions League war ich der Meinung, dass es kein Finale mehr geben würde. Da lag ich sicherlich falsch, wobei ich da jetzt nur ein Fragezeichen dahinter mache, denn auch wenn die Bayern den Henkeltopf geholt haben, muss man natürlich sagen, unter ganz besonderen Umständen, nämlich ohne jegliche Zuschauer. Sprich, dieses Coronavirus hat uns tatsächlich seit 12 Monaten voll im Begriff, bestimmt letztlich unser gesamtes Leben, unseren ganzen Alltag. Zeit also mal zurückzugucken, wo kommen wir denn genau her und wie ist es uns in den letzten Jahren, in den letzten 12 Monaten ergangen, wie hat sich das Ganze entwickelt, um daraus dann auch einen Startpunkt für die Analyse zu bekommen. Ja, wo geht es denn jetzt in diesem Frühjahr hin? Was kommt uns auf uns zu? Denn wir wissen, das Virus ist mutiert, es wird viel über Lockerungen geredet und was das alles bedeuten kann, das möchte ich heute mal besprechen. Starten aber mit diesem bekannten Seerosenbeispiel, denn wenn man sich die Zahlen anguckt, die wir im letzten März hatten, davon können wir natürlich heute nur träumen. Da hatten wir 206 Infizierte insgesamt in Deutschland. Am 4. März waren es 400 und am 6. März waren es 800. Das heißt, wir haben hier so ungefähr eine Verdopplungszeit von allen 2 Tagen gehabt. Und das habe ich damals eben zum Anlass genommen, das mal vorzuschreiben, nämlich mit 1600. 3200, 6400, um mal abzuschätzen, wann ist denn dann die Gesamtbevölkerung insgesamt infiziert. Und dann kommt man hier nach 40 Tagen auf etwa 100 Millionen und damit wäre dann ganz Deutschland nach gut einem Monat infiziert gewesen. Das ist natürlich letztlich für eine praktische Betrachtung zu kurz gesprungen. Denn klar ist auch, je größer diese Zahl wird, desto weniger Leute gibt es, die ich tatsächlich anstecken kann. Und damit muss irgendwo sich die Dynamik einer solchen Pandemie selbst beschränken. Und das Ganze ist in einem berühmten Modell in den 1930er Jahren entwickelt worden, auf relativ hohem für damaligen Stand, auch schon mathematischen Stand, das sogenannte Seer-Modell. Und das habe ich an Ostern letztes Jahr mal ausführlich hier unter dieser Adresse dargestellt. Wer das noch mal genauer wissen will, der kann da gerne auch noch mal nachschauen. Ich möchte es aber hier an der Stelle in Erinnerung rufen, denn von der Dynamik, wie sich eine Epidemie ausbreitet, können wir immer noch sehr viel von diesem Modell lernen und letztlich bildet das auch die Grundlage von allen Modellen, die aus Braunschweig von dem Herrn Professor, der immer nach Berlin fährt, um die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Regierung zusammen zu beraten oder dieses mittlerweile sehr bekannt in den Medien Simulationszentrum in Saarbrücken oder das RKI selber mit seinen Modellierungen. Immer ist dieses Modell die Grundlage und dieses Modell ist an sich auch wirklich gut zu verstehen. Einfach ist es nicht, aber es ist wirklich gut zu verstehen, denn wir sagen schlicht und an dieser ersten Stelle, dass ein Infizierter eben mit durchschnittlich einer gewissen Wahrscheinlichkeit A jemand anders ansteckt, der noch nicht infiziert ist und den nennen wir eben S. So, das ist natürlich nicht die Ende von der ganzen, die
das Ende von der ganzen Geschichte, sondern dieser Infizierte, der trifft jetzt gar mal irgendwelche Leute. Und das gibt natürlich schon eine höhere Dynamik in das ganze System hinein. Allerdings wissen wir nicht, ob bei diesen Leuten nicht auch eine ganze Menge dabei sind, die schon infiziert sind. Und wir müssen uns also fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Person, die ein Infizierter trifft, tatsächlich auch noch anzustecken ist, also noch nicht infiziert ist. Naja, und diese Wahrscheinlichkeit, die ist relativ einfach zu modellieren, dass wir einfach sagen, wir jetzt nehmen den ganzen Lostopf und dann ist es S durch die Gesamtbevölkerung N. Dies ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich auf einen Nicht-Infizierten treffe. Und mit diesen kurzen Überlegungen hat man die gesamte Dynamik einer solchen Pandemie tatsächlich auch gut nachvollziehbar für die jetzt, für die jetzigen Verläufe, die wir gesehen haben, aufzuschreiben und zu modellieren. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, dann kommen wir dazu, dass die Änderung der infizierten Zahlen eben gerade gleich ist. A, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jemand anders anstecke, wenn ich ihn treffe, mal K. K mal treffe ich irgendwelche Leute, die sind aber nicht unbedingt immer schon infiziert. Also mal S durch N. Und wie viele machen diesen Prozess? Naja, das sind schon alle, die infiziert sind. Und jetzt müssen wir an der Stelle noch einen weiteren Aspekt mit beachten, nämlich, und das ist ja zum Glück für uns, dass es dann vielleicht doch noch irgendwie handelbar ist, denn wir werden auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder gesund. Es gibt zwar eine ganze Menge Tote, leider, 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 aber in der Regel werden wir doch nach etwa 2 Wochen wieder gesund. Das heißt, wir müssen von diesen Infizierten, die wir jetzt haben, abziehen, die Leute, die pro Periode Beta mal I wieder gesund werden. Und das Ganze ist dann eben diese Grundgleichung des Modells. Dann kann man noch eine ähnliche Gleichung auch für das S aufstellen. Wir haben eine fürs I. Und als letztes, da unten gehört tatsächlich auch ein I noch hin, als letztes können wir dann das Modell darüber schließen, dass wir sagen, wir haben die Infizierten, wir haben die Nicht-Infizierten und diejenigen, die schon wieder gesund sind und die nennen wir R aus dem Englischen für recovered und dadurch ergibt sich dann diese 3 Buchstaben des SIR-Modells. Das nur nochmal zur Wiederholung. Hier habe ich das Ganze noch deutlich ausführlicher dargestellt. Schauen wir uns mal den Verlauf in Deutschland an und da habe ich Ihnen gleich nochmal wieder eine neue Zahl mitgebracht, frei nach Churchill. Glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Ich habe nicht die 7-Tage-Inzidenz genommen, sondern den gleitenden 7-Tage-Durchschnitt der Neuinfizierten, beziehungsweise wollen wir uns dann gleich auch die Impfung mit dazu angucken. Warum habe ich das gemacht? Naja, ich will letztlich den Verlauf etwas glätten, dass wir nicht diese ganzen Zacken da drin haben. Dass nämlich montags deutlich weniger scheinbar dazukommen als mittwochs. Aber da wissen wir ja, das ist eben ein Meldeverzug, dass wir dort ein solches ja unterwöchentliches Muster in den Meldedaten nachher drin haben. Und wenn man einen gleitenden Durchschnitt bildet mit der richtigen Periode, dann kann man den eben für die Darstellung zumindest herausrechnen und man hat nicht mehr diese Volatilität. Also, was sehen wir letztlich? Naja, wir sehen den Lockdown dann Ende März letzten Jahres sehr scharf, mit dem wir es tatsächlich geschafft haben, diese Pandemie am Anfang wieder einzufangen. Dann müssen wir aber sagen, haben wir vielleicht etwas die Hände in den Schoß gelegt und von Mai bis September, knapp Oktober, doch sehr schön in den Tag hineingelebt. Wohl wissen, dass es ein Risiko birgt, aber das Wetter war schön, also haben wir uns wieder etwas des Lebens gefreut und irgendwo uns auch in Sicherheit gewiegt, denn wenn wir uns insbesondere die Todeszahlen angucken, dann ist in diesem Zeitraum Deutschland als großes Land tatsächlich wie ein leuchtendes Beispiel durch die Welt gegangen. Wir hatten noch nicht einmal 10.000 Tote
über den Sommer. Und wenn man da nach Frankreich oder Italien oder dann auch Großbritannien geguckt hat, Schweden mit ihrer ganz komischen anderen Strategie, dann sah es dort wirklich ganz, ganz anders aus als bei uns. Aber wir sind nicht allein auf der Welt. Wir sind nicht die Insel der Glückseligen, denn danach ging es ganz drastisch wieder los. Und das, dem wollten wir dann begegnen mit diesem sogenannten Lockdown Light im Herbst, der bedingt auch funktioniert hat. Das heißt, wir haben dann eine Stagnation so von an knapp 20.000 Neuinfizierten nachher gehabt. Aber das Ganze hat leider nicht gereicht. Wir wollten damit ja erreichen, dass wir mehr oder weniger entspannt Weihnachten feiern könnten, aber das Gegenteil war der Fall. Kurz vor Weihnachten ging das Ganze dann nochmal richtig los, sodass wir dann leider tatsächlich diesen zweiten scharfen Lockdown beschließen mussten, der tatsächlich wieder geholfen hat. Die Zahlen sind wieder runtergegangen. Aber, und das macht mich etwas skeptisch, ist dieser kleine Haken hier aus den letzten 2 Wochen ganz aktuell, den wir hier sehen. Und der ist durchaus vergleichbar mit dem kleinen Haken, den wir hier im September, Oktober letzten Jahres nachher hatten. Allerdings haben wir jetzt tatsächlich eine andere Situation. Wir können, glaube ich, große Hoffnungen darauf setzen, dass die Impfungen begonnen haben. Ja, wir sind jetzt nicht der Weltmeister im Impfen aktuell, aber doch im relevanten Bereich. Auch hier gleitende 7-Tages-Schnitte, das heißt, wir sehen jetzt nicht die Maximalzahlen, die wir auch glaube ich, im Januar mal gehabt haben, von 80.000 Geimpften pro Tag. Aber so etwa sind wir dann wieder runtergekommen, weil auch nicht mehr genug Impfstoff vorhanden war, dass wir aktuell etwa 40, 50, 60.000 pro Tag impfen können. Warum stimmt mich das jetzt relativ zuversichtlich? Naja, wenn wir die Genesenen zusammenlegen mit den jetzt Geimpften, dann wissen wir tatsächlich relativ sicher schon, dass diese beiden Gruppen zum einen nicht mehr wirklich krank werden und zum anderen wohl glücklicherweise auch tatsächlich nicht mehr allzu ansteckend sind. Das heißt, die sind vorhin unser Modell SIR, die sind nicht mehr im Pool mit drinnen von unseren 80 Millionen Menschen, die in unserem Land leben, sind jetzt eben quasi 5 Millionen schon auf der sicheren Seite. Und damit kommen wir dann zum Ist-Stand, dass wir eben sagen, ja, wir haben insgesamt 2,5 Millionen Infizierte, Schrägstrich Infizierte gehabt, denn wir haben ja eine ganze Menge Genesene und wenn man das addiert, dann sind wir so aktuell bei, ja, im sechsstelligen Bereich von Leuten, die krank sind, beziehungsweise als mit Corona infiziert gelten, weil da unterscheidet man ja auch zwischen krank und ich trage in Anführungszeichen nur das Virus mit mir. Dann haben wir leider hier diesen starken Anstieg auch in den Todeszahlen, dass wir also tatsächlich mittlerweile im Bereich von Italien und Frankreich sind. Relativ zur Bevölkerung noch etwas weniger, aber bei weitem nicht mehr so weit weg wie mit diesen knapp 10.000 über den Sommer. Da haben wir uns doch leider sehr schnell herangerobbt. Und das, um hier an der Stelle etwas positiv zu enden, unsere doch 2,2 Millionen Geimpften, die wir haben, und da erhoffen wir uns doch demnächst eine etwas höhere Dynamik. Diesen Ist-Stand wollen wir jetzt mal nehmen und uns fragen, naja, was passiert denn jetzt eigentlich? Es wird ja massiv über beispielsweise Lockerungen diskutiert. Und was können diese Lockerungen bei der derzeitigen Epidemiesituation bedeuten? Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Und das nächste, vorhin habe ich schon angedeutet, ist, das Virus hat sich verändert und in aller Munde sind die britische, südafrikanische und brasilianische Variante, insbesondere relevant für uns die britische, die wohl abgesichert deutlich ansteckender ist und damit eine höhere Dynamik in das ganze Infektionsgeschehen bringt. Die brasilianische eher relevant für die Amerikaner und dort liest man jetzt in Kalifornien oder Texas auch schon, dass sich eine deutlich ansteckende Variante im Bereich der USA gebildet hat. Also was bedeuten diese Mutationen für die Perspektive in der nächsten Zeit? Und da wissen Sie, bei mir wird auch immer ein bisschen gerechnet und das Ganze machen wir live, denn ich will
sie ja auch dazu animieren, mal selber die Software zu benutzen und damit mal zu schauen, was kann ich damit modellieren, kann ich damit auch selber schon die ein oder andere Schlussfolgerung ziehen. Großes Fragezeichen, ob jetzt gleich die Technik funktioniert. Natürlich nicht, aber man sollte immer ein Backup dabei haben, also machen wir das direkt in Excel. Das Ganze sieht jetzt ja letztlich genauso aus, wie wir es auch schon gesehen hatten in meinem anderen Video. Deswegen möchte ich in die Programmierung nicht nochmal selber direkt einsteigen, sondern hier oben einfach nochmal starten mit den Werten, die wir haben. Das Beta, das war dieser Recovery-Faktor, die Wahrscheinlichkeit, dass ich pro Tag gesund werde, und da kann man gängigerweise einfach einsetzen, 1 durch 2 Wochen, also bei uns 1 durch 14 Tage, und das sind etwa 7%. Unser A, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jemanden anstecke? Das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Bin ich mit dem zusammen im Raum? Bin ich irgendwo nur draußen auf der Wiese? Aber so im Durchschnitt kann man wahrscheinlich annehmen, dass das bei etwa 1% liegt. Naja, viele Leute treffen wir jetzt nicht wirklich, und dann nehmen wir mal an, und ich erkläre gleich warum, dass wir hier mal eine 7 reinschreiben, dass wir so 7 Leute pro Tag treffen. Würde ungefähr dem entsprechen, sie leben in ihrer Familie mit vielleicht 3, 4 anderen Leuten, Eltern, Geschwister zusammen, Kinder vielleicht auch schon selber, und da ist, glaube ich, 7 ganz gute Zahl, weil man geht ja auch mal raus in den Supermarkt, was einkaufen oder in die Apotheke. Denn erinnern Sie sich auch an die Dynamik des Modells. Es war A mal K mal S mal I und so weiter minus Beta mal I. Das heißt, für die Dynamik relevant ist letztlich der Faktor A mal K minus Beta. Naja, und wenn ich 7 mal 1% minus 7% mache, dann ist das ungefähr 0. Und das Ganze wiederum, das übersetzt sich dann in dem Sinne auf eine gerade sich in der Waage haltende Neuinfizierte zu Leuten, die wieder genesen. Und das ist dann eben auch intuitiv klar, dass das in etwa bei einem R von 1, dieser Reproduktionszahl, die immer durch die Medien geistert, nachher letztlich enden muss. Naja, was brauchen wir noch, wenn wir uns jetzt Deutschland angucken wollen? Wir brauchen unsere 80, 1, 2, 3. 1, 2, 3 Millionen an Bevölkerung. So, Impfen hatte ich vorhin gesagt, da sind wir jetzt mal schon ein bisschen zuversichtlich und nehmen nicht nur die 50.000, sondern dann nehmen wir unsere 80.000, die wir pro Tag impfen können. I0, das sind also unser Stand an Infizierten, den wir jetzt haben, das sind 2,5 Millionen. R0, was hatten wir da? Da hatten wir 2,3 Millionen, die schon genesen sind. Und wie viel haben wir schon geimpft? Da hatten wir 2,2 Millionen. Und das ist dann letztlich unser Startpunkt, den wir hier an der Stelle haben. Dann wollen wir die Zahlen hier auch noch sehen. Und hier habe ich jetzt die Grafiken auch schon vorbereitet. Das heißt, hier, das sind die Leute, die noch angesteckt werden können. Aktuell etwa 75 Millionen. Da sehen wir, die gehen leicht runter. Die Infizierten, jetzt hier, R knapp kleiner als 1, passt auch. Das heißt, die Infizierten gehen leicht nach unten und die Genesenen, die steigen eben an, gerade im Saldo zu dem, wie die es hier runtergehen. Und diese 3 hier, das ist erstmal das ganze Modell, ohne dass wir direkt auch die Impfungen schon berücksichtigen, um mal grundsätzlich zu fragen, was bedeutet hier eine Mutation, was bedeutet ganz grundsätzlich eine Lockerung, und danach wollen wir auf die Impfungen eingehen. Also schauen wir uns hier mal die Infizierten an, was mit denen passiert. Nicht überraschend, wenn wir ein R kleiner 1 haben, dann sollten die eben auch tatsächlich langsam runtergehen. Aber heißt eben auch, wir müssen bei diesem K gleich 7 bleiben. Naja, und da haben wir jetzt ja schon angefangen.
dass wir tatsächlich schon Kindergärten und Schulen wieder etwas öffnen. Die Friseure haben wieder aufgemacht. Also sagen wir mal, wir gehen zum Friseur und dann bauen wir hier eine 8 rein. Was bedeutet das A? Die 8. 8 mal 1 ist 8. Und damit siehe da natürlich größer als die 7% der Recovery Rate und damit ein R größer als 1. Und damit kriegen wir schon wieder hier diese klassische Dynamik. Allerdings auch nicht allzu groß. Und wenn wir uns das hier angucken, dann passt das so ungefähr mit dem aktuellen Infektionsgeschehen bei uns zusammen. Das heißt, wir haben hier 9000 dazu, nochmal 9000 dazu, 8000 dazu. Und da sehen wir auch nach 20 Tagen, wir bleiben auf diesem flachen Infektionsgeschehen und dann hätten wir tatsächlich den Peak erreicht und gehen dann langsam herunter. Naja, und jetzt mache ich mal immer zwischendurch eine Pause. Die Lockerungen, die setzen sich jetzt durch. So richtig beschlossen, zumindest nach meinem Stand, ist da ja noch nichts, aber irgendwie ist man sich da noch am Kabbeln. Naja, und wenn wir jetzt wirklich relevant lockern, sagen wir mal, wir gehen so in diese Richtung Lockdown Light, die wir gehabt haben, dass wir durchaus in die Fußgängerzone gehen, dass eine ganze Menge vom Einzelhandel wieder öffnet, dann ist es sicherlich nicht vermessen, dort zu sagen, dass sich das Ganze vielleicht verdoppelt und um keine krummen Zahlen zu nehmen, nehmen wir da mal eine 20. Und da gucken wir jetzt mal hier auf die Zahl. Diese Zahl hier, das sind unsere 2,5 Millionen von hier, die Infizierten, dass die gar nicht allzu groß ansteigen. Und was denken Sie jetzt? Schließen Sie mal die Augen und überlegen kurz, wenn ich auf Enter drücke, was passiert mit dieser Skala und damit mit diesem Maximum der Infizierten. 1, 2, 3, denken Sie sich eine Zahl. Und was passiert? Es passiert einiges. Nämlich, wenn Sie die Nuller hier abziehen, ist da eine Null dazugekommen. Das heißt, nach einem Monat wären wir dann im Maximum drin und hätten tatsächlich hier rund 20 Millionen Infizierte. Naja, und das hören wir doch auch durchaus auch von anderen Experten irgendwo, die sagen, das geht dann richtig schnell, dass wir im sechsstelligen Bereich sind von der Zunahme von Infizierten. Na, und jetzt nehmen wir das nicht nur alleine. Wir haben in ein manchen Gegenden schon 30% von der britischen Mutante bei uns im Land. Und die ist wohl hoch ansteckend, das heißt, die wird sich durchsetzen. Und wenn wir da jetzt das nehmen, was ja die Studien dazu sagen, dass die etwa 40%, und das ist auch schon wieder relativ konservativ angenommen, viele gehen auch von 50, 60% mehr Ansteckung aus, also müssen wir aus dieser 1 eine 1,4 machen. Und wieder 1, 2, 3, Augen zu, Zahl überlegt, um wie viel geht das Ganze nach oben und da sehen wir, da kommen nochmal 10 Millionen oben drauf. Naja, und das macht mich tatsächlich relativ skeptisch mit dem, wo ich manchmal denke, dass der ein oder die andere Politikerin und Politiker da im Lande wünscht dir was leben. Natürlich wollen wir das alle nicht und natürlich gibt es auch Kollateralschäden von dem ganzen Lockdown, den wir hier machen. Aber man muss es eben auch damit vergleichen. Eine Sterberate von uns in Deutschland von 0,3, 0,5%, da kommen dann eben auch eine ganze Menge Tote noch mit dazu, wenn wir jetzt das Virus auf 20 bis 30 Millionen Leute durchlaufen lassen würden. Und zudem sehen wir hier auch, naja, eine Herdenimmunität sehen wir da auch noch nicht. Naja, jetzt werden Sie vielleicht schon sagen, halt, halt, ich weiß noch was. Wir haben ja schon hier die 80.000 eingeführt. Das ist doch sicherlich eine relevante Zahl. Ja, so ein bisschen können Sie es, wenn Sie hier auf diesen Zahlenwust hier rechts gucken, das sind jetzt die Zahlen alle mit Impfung und hier habe ich eben konstantes Impfniveau von 80.000 pro Tag mal eingestellt.
Dann wollen wir uns mal angucken, was bedeutet das denn jetzt, wenn wir auf dem Niveau, auf dem wir derzeit impfen, weitermachen und Lockerungen plus die sehr wahrscheinliche, das sehr wahrscheinliche Durchsetzen der britischen Mutation. Scroll gleich nach oben. 1, 2, 3. Was denken Sie? Reduziert es das massiv oder nicht so sehr? Tja, und da müssen wir leider sagen, naja, auch nicht überraschend, wenn wir schnell im sechsstelligen Bereich der Zunahme der Infizierten pro Tag sind, dann nutzt mir natürlich eine fünfstellige Impfgröße da relativ wenig. Und da sehen wir auch, das Ganze wäre nur homöopathisch. Naja, und jetzt können wir uns noch mal anschauen, wie viel müssten wir denn impfen, dass das wirklich was bringt und dass es dann auch tatsächlich losgeht. Probieren wir es mal mit 200.000. Sehen wir, bringt auch noch nicht allzu viel. Dann packen wir eben hin und sagen, in Marburg, das Werk fährt unter Volllast, das in Belgien von AstraZeneca, das kommt auch in die Puschen. 1 Million pro Tag können wir tatsächlich impfen. Und da sehen wir dann auch tatsächlich hier einen relevanten Effekt. Und wenn wir das Ganze hier, muss ich erst noch die Zahlen sichtbar machen dafür, uns mal angucken, insbesondere hier bei den Recovery-Leuten. Also diejenigen, die nicht mehr ansteckend sind, und da sind jetzt ja aus zwei Gruppen gespeist, nämlich einmal aus den Infizierten, die wieder gesund werden, und einmal jetzt aus dieser 1 Million Leute, die geimpft sind. Die kommen nämlich natürlich hier jetzt in dieser Modellierung mit drauf, weil die eben nicht mehr angesteckt werden können. Und da sehen wir eben, das hat eine hohe Relevanz, denn tatsächlich hier nach 30 Tagen, da sind wir dann auch bei 60 Millionen Menschen in Deutschland angelangt, die nicht mehr infektiös oder nicht mehr in dem Maße infektiös sein können. Und das ist ja auch gängigerweise, was die Experten sagen, eine Größe, wo wir dann von Herdenimmunität sprechen können und man dann sagen kann, dann hat man die Pandemie mehr oder weniger im Griff. Natürlich werden wir nicht zu einem Status wie davor zurückkehren. Die Büchse der Pandora ist offen. Wir werden mit diesem Virus sicherlich leben müssen in der Zukunft. Aber zwei Dinge letztlich sind für uns jetzt entscheidend. An dieser 1,4 können wir wohl wenig drehen. Wir müssen, selbst wenn es Lockerungen geben sollte, tatsächlich auf uns aufpassen, dass wir nicht dann sagen, ja, es ist jetzt wieder erlaubt, also lasst uns umarmen, lasst uns tanzen gehen. Das sollten wir tatsächlich noch tunlichst vermeiden lassen, nämlich bis wir in dieser Dynamik sind, dass wir, sag ich mal, zwischen 500.000 und 1 Million Menschen pro Tag impfen können. Also meine Prognose, Ostern fällt mehr oder weniger dieses Jahr auch wieder aus und danach bin ich zuversichtlich, dass Pfingsten dann doch wieder vielleicht das erste Fest in diesem Jahr für uns in Deutschland werden kann. Ja, so viel dann einmal dazu, ist ein zum Teil Wiederholung und eben auch mit den Impfungen jetzt etwas Neues in der Dynamik. Mal gucken, was ich dann sagen kann in einem halben Jahr oder so, wie ich damit gelegen habe.